In der Deutschschweiz wird ja Deutschland häufig der große Bruder genannt. Und ja, man weiß, dass man mit dem großen Bruder nicht immer nur freundschaftliche Gefühle hat. An diesem heutigen Tag sind die Schweiz und die Bundesrepublik Deutschland Schwestern. Schwesterliche Gefühle für den großen Bruder. Und der Besuch der mächtigen Dame aus dem Nachbarland. Was bringt die Visite der Kanzlerin? Wie steht's ums schweizerisch-deutsche Verhältnis? Das heute im Fokus dieser Sendung. Auf diesen Besuch hatte die Schweiz lange gewartet. Vor 6 Jahren sprach die Uni Bern Angela Merkel den Ehrendoktortitel zu. Heute kam Deutschlands Kanzlerin nach Bern und verband den akademischen Trip mit einem offiziellen Besuch bei Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Da ging es unter anderem um die heiße Frage, wie weit Deutschland die Schweiz nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative bei den Gesprächen mit der EU zur Rettung der Bilateralen noch unterstützen kann. Urs Widmer war tagesfüllend auf der Spur von Angela Merkel. Erwartungsvolle Gesichter bereits eine Stunde vor dem Besuch von Angela Merkel, während andere sich noch ausruhen. Die Vorfreude ist mit Erwartungen verbunden. Ist Merkel die Heilsbringerin in Bezug auf die Bilateralen? Hoffentlich hat man immer, und vielleicht wird sie auch dazu Stellung nehmen, wie immer so elegant und brillant, dass man gar nicht merkt, was sie sagt. Es ist vielleicht auch nicht so im Vordergrund stehend jetzt, dass die Flüchtlingsprobleme, das ist einfach viel wichtiger momentan. Ich will ihm schauen, wegen ihm. Weil er das Militär gesehen und die Polizei dürfen, die jetzt aber nicht da sind. Und dann kommen sie. Mit ihnen die mächtigste Frau der Welt, empfangen von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Der Zeitplan ist eng, militärische Ehren gehören dazu, ebenso die Begrüßung von einem Teil des Bundesrates. Dann ein kurzes Bad in der Menge, die Bundeskanzlerin als begehrter Politstar. Bravo, Frau Merkel, alles gut. Es folgt ein kurzer Spaziergang über die Münsterplattform, dann ein 4-Augen-Gespräch mit der Bundespräsidentin, anschließend das Mittagessen im Berner Hof mit den Themen Bilaterale, Verkehr und Asyl und dann die Medienkonferenz vor deutschen und Schweizer Medien. Zur schwierigen Situation für die Schweiz mit der EU halten die beiden Frauen fest. Wenn ihr den bilateralen Weg weitergehen wollt. Ich verhehle nicht, so wie das hier auch gesagt wurde, dass die Ausgangssituation alles andere als einfach ist. Aber wir gehen von deutscher Seite mit dem Grundansatz heran, dass wir alle Mühe aufwenden wollen, eine Lösung zu finden. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat uns zugesichert, dass sie sich bei Kommissionspräsident Juncker auch einsetzen will, dass wir auf diesen Prozess nun weitergehen und auch weiterkommen. Und schon geht's zur Universität Bern. Hier gibt's den 13. Ehrendoktortitel für die Bundeskanzlerin. Hier begeistert sie das Publikum und die Verantwortlichen mit ihrer Aura und ihren Aussagen zur Flüchtlingskrise. Deutschland könne von der Schweiz lernen. Wir können das schaffen, wir werden das schaffen. Wir gehören zu den wohlhabendsten Ländern auf der Welt. Wir haben gerade als Deutsche doch Zeiten erlebt, da waren wir nicht das Land, in das man unbedingt kommen wollte. Das ist ein Glück für uns, dass heute Deutschland ein Land ist, mit dem Menschen auch Hoffnungen verbinden. Diese Aussagen sind für den Korrespondenten der ARD wichtiger als die zur Schweiz und den Bilateralen. Sie hat wenig Konkretes im Gepäck gehabt für die Schweiz, muss man ehrlicherweise sagen. Ihre Top-Prioritäten ist die Flüchtlingskrise, dann kommt die Griechenland-Krise, dann kommt die Ukraine-Krise, dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht auch das Thema Schweiz auf. Aber immerhin, sie hat ja doch sehr deutlich signalisiert, wir kriegen da eine Lösung hin. Mit dem Berner Doktortitel nimmt die Bundeskanzlerin zumindest etwas Konkretes im Gepäck mit nach Hause. Fühlte sich Frau Dr. Merkel zu Gast bei Freunden heute in der Schweiz? Politisch hat die gut nachbarschaftliche Beziehung zwischen beiden Ländern ja eine lange Tradition, aber Bankgeheimnis, Steuerflucht und das Schweizer Vorhaben, die Personenfreizügigkeit einzuschränken, belasten die Nachbarschaft. Guten Abend miteinander, das ist Schweiz aktuell und das sind heute unsere Themen. Höher Besuch. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an der Uni Bern persönlich ihren Ehrendoktortitel abgeholt.
Für die Universität Bern war heute ein grosser Tag. Die wahrscheinlich mächtigste Frau der Welt war nämlich auf Besuch. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat im Rahmen von ihrem offiziellen Staatsbesuch einen Ehrendoktortitel an der Uni Bern abgeholt. Das Zusammentreffen mit Angela Merkel wird in die Geschichtsbücher der Universität Bern eingehen. Heute Nachmittag, am 14.03, besucht die deutsche Kanzlerin zusammen mit der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga das Uni-Hauptgebäude, um eine ganz spezielle Auszeichnung abzuholen. Es ist ein Ehrendoktortitel, wo ihr der Rektor Martin Täuber in der Aula vor versammelter Studentenschaft überreicht. Und jetzt ist es mir eine grosse Ehre und Freude, Ihnen diese Urkunde Ihres Ehrendoktorats zu übergeben. Herzliche Gratulationen. Besonders speziell, die Universität Bern hat Angela Merkel den Ehrendoktortitel bereits vor 6 Jahren verliehen, im Rahmen des 175-Jahr-Jubiläums. Begründung, sie pflege eine Politik vom Dialog und setze sich für den Klimaschutz und die europäische Integration ein. Der Rektor nimmt die verspätete Übergabe mit Humor und erklärt sie mit der Langsamkeit der Berner. Zum anderen kamen die Umstände der lokalen Berner Volksseele entgegen. Gilt diese doch als sehr gemütlich und jeglicher Eile abgeneigt. Die frischbackene Ehrendoktorandin sieht die Ursache der Verzögerung eher darin, dass sie halt eine vielbeschäftigte Frau sei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den wundervollen Empfang, die freundlichen Worte und die hohe Auszeichnung, die Sie mir zuteil werden lassen. Natürlich fühle ich mich durch diese Auszeichnung Ihrer Universität fortan besonders verbunden und das freut mich sehr. Und im Deutschen sagt man, gut Ding will Weile haben. Und das haben wir hier einmal praktisch exerziert, aber ich bin heute hier. Sie ist endlich da und die Universität Bern ist das gelungen, was sie mit dem speziellen Anlass auch beabsichtigt hat. Schließlich beantwortet Angela Merkel noch ein paar Fragen von den Studenten zu politischen Themen. Sie haben vorhin auch die Verantwortung von dieser ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine der Verantwortungen ist es ja aber auch, uns hier in Europa zu schützen. Und vor allem mit Flüchtlingen aus Syrien und aus diesen Ländern kommen ja noch mehr Leute mit einem islamischen Hintergrund zu uns. Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben, aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Und wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern es sind zum Teil Menschen, oft sehr junge Menschen, die in unseren Ländern aufgewachsen sind und wo wir auch unseren Beitrag leisten. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Aber da gibt es auch diese Sorgen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal
ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Und insofern finde ich diese Debatte sehr defensiv. Gegen terroristische Gefahren muss man sich wappnen. Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Applaus